Hallo Welt, da sind wir wieder. Was, warum schlafen die beiden noch hier? Ich hoffe, sie schlafen. Ich hoffe, sie sind nicht tot. Wo sind unsere Pilze? Ah, hier sind noch ein paar, okay. Guck dir das mal an. Okay. Austrinken. Und das Ding weit werfen. Weg damit. Und jetzt einen Pilz. Die mögen wir. Dann rein damit. Was ist mit Salzwasser? Müssen wir nicht unseren Magen auch daran trainieren? Damit wir irgendwann mal auch salzige Sachen essen können? Oh Mann, die haben noch ihre Nüsse in der Hand. Habt ihr etwa die ganze Nacht mit euren Nüssen gespielt hier? Scheinbar. Na dann. Alle mitkommen! Die haben wir so weit gar nicht geworfen. Jeder hat eine Nuss dabei. Mal sehen, ob wir wieder an die Steine gehen können. Sehr gut. Was war das für einer? Das ist der falsche. Basalt brauchen wir. Das können wir aber schon schnell, wenn ich da so an den Anfang denke. Nee, ihr habt das falsche Zeug in der Hand. Okay, morgendliches Otter vertreiben, gemeinschaftliches.
So, dann wissen die erstmal Bescheid. Da ist der Basalt. Nein, den sollst du mitnehmen. Verträgt er das schon? Nein, eigentlich nicht. Ein bisschen Aua Bauch. Ich habe meinen Stein fallen lassen. Das hat niemand mitbekommen, ja? Ich brauche sowieso einen Stock. Okay, alle essen. Macht keiner mit? Habt ihr doch nicht so einen großen Hunger vielleicht? Draufhauen, dachte ich. Das hätte bestimmt geklappt mit dem Stein, aber irgendwie haben wir scheinbar nicht so richtig getroffen. Oh.
Sollen wir die Otter in die Wüste jagen? Was war das? Ich habe meinen Stock schon wieder verloren. Hat jemand einen Stock? Sonst war es das für heute wieder. Wollt ihr alle nicht? Dumm gelaufen. Genau. Wie können wir den denn schaffen? So ein Skorpion, seit wann... Wir können den nicht. Skorpione können wir nicht angreifen. Die zwicken uns nur ein wenig. War da nicht was? Ja, mit den Bienen war irgendwas. Dann müssen wir Skorpione mit einem Stock oder so aufspießen vielleicht. Irgendwie dachte ich, wir könnten auch Skorpione essen. Können wir doch auch. Na, die haben wir schon mal aus so einem Stock, aus so einem Loch irgendwie rausgepult. Oh nein, wo ist mein Stein hier? Greift den an.
Ne, wir machen nichts mit den Skorpionen hier. Warum? Oh, daneben nicht. Oh, Fledermäuse. Und merkwürdig leuchtende Steine hier. Ach so, das sind nur diese. Wir sehen ja nicht mal, was wir da bedrohen. Was bedroht ihr denn? Den Stein? Der tut euch doch nichts. Da ist ein Otter irgendwie irgendwo. Oben auf dem Stein hockt er bestimmt und wir bedrohen ihn die ganze Zeit. Es bringt nichts. Also würde das sie irgendetwas bringen, unser Neuron wachsen lassen, dann hätte das schon längst passieren müssen. Es war lustig irgendwie. Aber wir haben das doch jetzt bestimmt schon 10 Mal gemacht. Wir müssen wahrscheinlich immer unterschiedliche Tiere bedrohen, damit wir dafür Punkte kriegen oder so. Was ist jetzt näher? Die Oase da drüben? Oder wenn wir zurückgehen? Wenn wir zurückgehen, wir kommen da ja nie wieder raus aus der Nummer. Dann laufen wir, es ist Nacht. Da ist es nicht ganz so warm. Zu der Oase da drüben. Oh.
Wo ist er denn? Ganz schon weit weg. Ich hab doch... Man muss doppelt die Leertaste drücken dann. Scheinbar. Oh, so richtig raus habe ich das also auch noch nicht. Mit dem Angriff da. Aber gut, wir haben die Sachen schon mal nicht verloren, die wir bei uns hatten. Wir sind in der Lage, etwas auszuführen und gleichzeitig die Sachen festzuhalten. Ganz schön schlau. Na, so richtig gut hören können wir noch nicht. Ja, auch Wüstenregen kann kalt sein. Oh.
Oh oh. Gleich könnte es richtig warm werden hier. War hier nicht mal eine Oase in der Nähe? Mir war so. So weit. Wie kriegen wir denn nicht platt mit so einem Stein? Dreimal draufgehauen und das Ding lebt immer noch. Oh, einer ist verletzt. Wer ist das? Du? Garf ist verletzt. Ja, hat denn keiner was dabei? Gegen Verletzungen. Gib mir das. Ja, mit Beef waren wir doch vorhin unterwegs, meine ich auch. Können wir? Wir können doch hier einfach so schlafen gehen, oder? Zu warm am Tag. Ach so, ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.